So, Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zu nach lange mal wieder einem neuen Video. Lange, lange ließ ich euch ja jetzt warten auf dieses Video. Ich habe ja für meinen Rechner, für meinen jetzigen Rechner noch ein neues Gehäuse bestellt. Dazu sollte eigentlich schon seit Wochen ein Video auf YouTube sein. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so böse, aber ich hatte darauf irgendwie absolut keine Lust. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe den Zusammenbau aufgenommen gehabt. Allerdings wollte ich das alles in einem Zug aufnehmen, was nicht so eine gute Idee war, da der Akku in meinem Handy vielleicht höchstens für eine Viertelstunde Videoaufnahme ausgelegt ist und mir ist dann quasi in der Hälfte, sage ich mal, bisschen früher schon, die Aufnahme einfach abgeschissen, weil halt der Akku von meinem Handy leer war. Und ich habe es halt erst gemerkt, wo der Rechner schon so gut wie fertig war. Daher wird es zum Umbau bzw. Zusammenbau leider kein Video geben. Jetzt allerdings vom fertigen PC. Ich habe jetzt auch noch eine weiße magnetische LED reingemacht von Bitphoenix, Alchemy, White, bla bla bla. Und weiße gesleevte Kabel. Zudem habe ich auch eine neue SSD verbaut, aber mehr dazu gleich. Viel Spaß! So, da sind wir schon bei dem guten Stück. Das ist jetzt also mein Rechner, so wie ich ihn jetzt noch ein, zwei, drei Monate lang benutzen werde. Ein Video, ein ausführliches Video dazu, was in diesem PC alles verbaut ist, habe ich ja schon gemacht. Wenn ich es nicht vergesse, dann poste ich es unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das gerne angucken, falls ihr euch dafür interessiert, was in diesem Rechner alles drin ist. Was jetzt allerdings vor kurzem erst ersetzt worden ist, sprich gestern, ist meine alte 120 GB SSD von Kingston. Die wurde ersetzt durch eine 1 TB SSD von Samsung. Diese wollte ich ja in meinem neuen Rechner schon verbauen. Die hat zum Zeitpunkt, wo ich sie rausgesucht hatte, glaube ich, Moment, ich kann hier mal eben nachschauen. Wo ist es? Samsung, bla bla bla, 324 Euro. Ich habe es jetzt bei Amazon für 245 Euro gekauft, sprich 75 Euro gespart. Ich habe jetzt also in dem Rechner eine 500 GB SSD von Samsung für Windows und Programme. Dann noch eine 1 TB SSD für meine ganzen Spiele. Da habe ich jetzt allerdings zurzeit nur die Spiele drauf, die ich halt auch aktiv spiele. Die vollständigen, kompletten Spiele werde ich dann mit dem neuen Rechner draufklatschen, wenn ich sowieso alles neu installiere. Dann habe ich noch eine 1 TB HDD für meine Aufnahmen. Dann habe ich nochmal eine 1 TB HDD für ursprünglich meine ganzen Spiele. Die wurde ja jetzt gewissermaßen ersetzt. Diese Festplatte wird dann wohl in diesem Rechner drin bleiben, den ja dann meine Freundin quasi bekommen wird zum Zocken. Kann ich ja auch mal zeigen. Der kommt dann hier auf die linke Seite. Monitor, Maus, Tastatur, alles schon da. Es fehlt im Grunde nur noch ein Rechner. Ja, das ist jetzt also mein neues Gehäuse, schön mit weißen gesleeften Kabeln, die ich mir bestellt habe, mit einer weißen LED, die hier oben an der Gehäusewand sitzt hier. Wo ist mein Finger? Hier drin. Da drin. Ja, das war es dann jetzt eigentlich auch schon von dem neuen Gehäuse. Es ist viel kleiner als mein HFX. Das ist gerade mal halb so groß, der Pimpf. Am Anfang war ich schockiert, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und ich finde, das sieht jetzt so eigentlich auch ganz schnieke aus. Und ja, genau. Das war's dann von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In Zukunft werden wahrscheinlich, hoffe ich zumindest mal, noch ein Video dann von meinem neuen Rechner geben, wenn es denn dann soweit ist. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf. Ich kann es kaum erwarten, wenn ich mir den endlich bestellen kann. Dann verabschiede ich mich jetzt, bedanke mich fürs Zugucken, hoffe es hat gefallen, und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.